Bewohner. Ja, heute mal eine etwas andere Begrüßung. Warum? Keine Ahnung, einfach so. Ich habe eben schon lauter Mist produziert, lauter Outtakes. Sag ja, ich wollte irgendwas machen, hab vergessen, was es war. Und dann habe ich genießt und hab's genossen zu niesen, jawohl. Aber jetzt nochmal ordentliche Begrüßung hier, Bewohner. Oder aber auch, hallo Leute, hier ist wieder Crossy mit einer weiteren Runde Night Banes, dem Collectible Card Game. Und wir spielen eine Runde, was spielen wir eigentlich? Achso, Free to Play. Ja, und hier, guck mal links die Werbung, das neueste Erwachsenenspiel aus Korea. Das neueste Erwachsenenspiel hier, das besteht nur aus Alkohol und Kippen. Okay, was anderes auch noch mit drei Buchstaben, aber ist egal. Kurzer Hinweis, linke Seite, Link zum Nightbane Song 1, 2, Crossy kommt vorbei. Rechte Seite, Link zur Nightbane's Diamanten Playlist 3, 4, schließe deine Tür. Links und rechts sind Werbelinks, auf die braucht ihr nicht draufklicken. 5, 6, jetzt hol dich gleich die Hex. Und hier in der Mitte ist das Spielfeld. 7, 8, ich hab Nightbanes mitgebracht. Ja, so ist es. Ach, Mann, was fallen einem manchmal für dumme Dinge ein. Ach ja, so bin ich eben. Spontan und verrückt und unberechenbar. So bin ich auch auf der Bühne, wenn ich da mein Amt als Sitzungspräsident ausführe. Ich schreibe jetzt erstmal hier im Chat, hallo. Dann wissen auch die Leute, dass ich mal wieder online bin. Die denken ja immer, alle schwer nie da. Dabei spiele ich immer nur so lautlos. Ne? Bewohner. Hallo, meine ich. So. Ich könnte jetzt natürlich noch dazu schreiben, Achtung, ich filme, aber wenn jetzt hier eine dumm Zeug labert, hat es verdient, im Video zu erscheinen. So, fertig. Ne? Mir gar kein Stress. Ah, Hellwalker schreibt. Hi, Crossy, gute. Also, Crossy in the house. Yo, baby, yo, baby, yo. Sag, au, au. Yeah. Dum, 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 dum. Dum 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 Crossy. Dum 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 tsk. Dum 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 Crossy. Ice ice Crossy to go to go. Tsk tsk ice ice Crossy to go to go. I'm asking for the man. Nee, der Michael Jackson darf mir nicht singen, das kostet gleich 1000-fach Euro hier. Darf man eigentlich singen denn in den Videos? Ich hab keine Ahnung. Ich singe ja ständig hier, ne? Zombiebär und weiße Geier was und jetzt singe ich hier, was singe ich denn jetzt hier? Der böse Nikolaus-Style. Yes! I come you and I fratz you um. Boom. Aha, was hab ich da? Kann ich mich da reinlegen oder was? Ab in die Kiste. Ja, ja. Wie sagt der Vampir immer? Ist zu Hause dicke Luft, springe ich wieder in die Gruft. Ha, ha, ha. Oh Mann, heute ist Tag des Dummlabens, glaube ich hier. Ne? Obwohl eigentlich heute ein blöder Tag war, das habe ich ja heute in meinem anderen Video erzählt. Also heute ist der 20.12., das seht ihr nicht, das ist da unten steht es, da unten, ganz unten steht, das könnt ihr aber nicht sehen im Video. Heute ist der 20.12., es ist 22.15 Uhr und ihr seid hier. Herzlich willkommen live hier direkt aus der Sendezentrale. Da, 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 da. Wir schalten um in die Werbung. Ja, herzlich willkommen in unserem Homeshopping-Sender. Heute präsentieren wir Ihnen einen vitalisierenden Anhänger. Er ist in einem zarten, dezenten Grün gehalten mit leichten silbernen Applikationen.
Er verfügt über 3 Trefferpunkte und erheilt alle Kreaturen für 1. Er ist jetzt nur noch kurze Zeit in begrenzter Stückzahl zu erhalten. Bestellen Sie ihn und überweisen Sie Grossi sofort all Ihre Blutdiamanten, um diesen wunderschönen handsignierten Anhänger noch bis zum Weihnachtsfeste auf Ihrem Gabentisch zu haben. Schlagen Sie jetzt zu, wir haben schon 358 Bestellungen und wir haben nur 100 Stück auf Lager. Achso, 100.000 höre ich gerade. Okay, also schlagen Sie zu, bestellen Sie noch jetzt und sichern Sie sich ich höre gerade, er ist ausverkauft, jetzt versteigern wir hier die Ampulle mit Jungfrauenblut. Ja, ich an dieser Stelle geben wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser, bevor der Moderator noch dumme Kommentare loslässt. Uiuiuiuiuiuiui, au, 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 könnt ihr euch vorstellen, ich habe nicht mal was getrunken und bin trotzdem so. Ich brauche da weder Alkohol noch Drogen zu, ich bin so. Wisst ihr, ich bin so wie der Obelix. Obelix ist als Kind in den Zaubertrank gefallen. Ich bin irgendwie als Kind in den Kessel lustig gefallen. Ja. Ja, ab und zu kommt es mal nicht durch, aber das ist halt nur so. Man kann ja nicht immer nur lustig sein. Meistens bin ich es ja. Ab und zu reg ich mich dann halt auch mal auf. Du scheiß Kelb, ihr kommt schon wieder zurück. Ist direkt umgefallen, die Jungsau. So. Muss aber sein, ab und zu, ne? Auch mal ein Akro-Video. Akro 2010. Aber immerhin bin ich hier kein Gangster-Rapper. Ich, die dann hier 3 Minuten lang erzählen, was sie alles mit wessen Mutter anstellen. Ja, schön. Ach ja. Heute habe ich auch, oder gestern war es bei Facebook. Ach, hey. Bekannte von mir, die hat sie eine angeschrieben, ein Profil mit irgendeinem, was weiß ich, was für einen Namen. Kein Bild drin, hat sie angeschrieben. Ja, ich finde dich hübsch, wollen wir uns nicht mal treffen? Nein, ich habe einen Freund, ich bin glücklich. Ja, komm doch, du lässt dich doch sowieso von jedem knallen. Komm her und ich mach hier und mach mit dir Huddel, Huddel und mach mit dir dreifach gedengeltes Fruchtzwergebrötchen. Jawohl, da denke ich mir immer, Mann, ey, was ist das für ein Vollhonk hier? Was schreibt mir so einen Rotz bei Facebook, ey? Nee, Leute, also es gibt echt, ja, aber hier hinter der Anonymität verstecken. Weißt du, da nicht hier die, ich sag's mal auf Spanisch, hört sich besser an, die Cojones in der Hose haben und sich dann hinter der Anonymität verstecken und dann hier die große Klappe halten. Wenn er dann vor dir steht, da ist er hier so, da kommt da so ein kleiner Hutzelbrutzel, weißt du, so 1,20 Meter groß, 3 Haar am Saal, am Anorak und ja, ne, so viel dazu. Muss ich ja wieder zusammenreisen. Mein Handy blinkt. Warum? Ich habe eine Nachricht über WhatsApp. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich bin nicht blöd. So. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach hier, der böse Nikolaus, Nummer 3. Yes, komm her. Komm her, du böser Nikolaus, ich ziehe dir dein Höschen aus. Ja. Dann siehst du ziemlich alt aus, denn ich bin ja gerade allein zu Hause. Oh, hier ist die Ampulle. Warte mal, Moment, mal gerade hier. Stopp, Pause! Kann weitergehen, Action. So, Leute, ich weiß nicht, kann ich euch das erzählen? Kann ich euch das erzählen? Erzählen kann ich euch das. Ich habe heute etwas gemacht. Ich habe mich um das Weihnachtsgeschenk für meine Frau gekümmert. Psst, verrat's nicht. Aber, ich sag mal, meine Frau guckt sich, glaube ich, meine Videos nicht an. Deswegen könnte ich es erzählen. Aber, ich kenne mich. Jetzt, wenn ich das jetzt ausplappern würde, wird es gucken. Auch wenn sie es nicht weiß, per Zufall wird es gucken. Weiß ich. Deswegen erzähle ich nichts. Ich sage nur so viel, ich habe mich um das Weihnachtsgeschenk für meine Frau gekümmert. Und schön ist es geworden. Ich erzähle euch dann anschließend, wie es geworden ist. Vielleicht mache ich auch ein paar Bilder und bringe die irgendwo hier in meinem Channel unter, weil ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe etwas gebastelt. Ja, habe ich. Wahrscheinlich kommt das Video sowieso nicht vor Weihnachten online. Wo wir gerade beim Thema Weihnachten sind.
Weihnachten werde ich mal 2-3 Tage nichts hochladen. Also am 24., 25., 26. Werde ich mal nichts hochladen. 27. vielleicht wieder. Auch wenn ich vorproduziert habe, aber ich lade mal nichts hoch. Da gönne ich mir mal eine Auszeit. Auszeit. So. Müsst ihr halt mal statt hier die Videos gucken, kümmert euch um eure Familie, geht nach draußen, geht in die Kirche, geht in den Gottesdienst. Hört euch an, was der Pfarrer zu erzählen hat. Ja, ich sag mal, ich bin katholisch, muss man sagen. Ich rufe jetzt keinen dazu auf, werdet auch katholisch, ihr müsst jeden Sonntag in die Kirche gehen, du sollst ein böser Mensch, wenn ihr es nicht tut. Nein, jeder Mensch muss mit sich selber abmachen, wie und was und wo. Und glaubt er an was, warum glaubt er, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Nee, muss jeder mit sich selber klar klären. Ich jedenfalls bin in der Kirche, bin katholisch, gehe aber nicht sonntags in die Kirche, schlafe da lieber aus. Aber, muss ich auch sagen, ich bete jeden Abend. Ich glaube an Gott. Aber, ob ich auch an die Kirche glaube, ist die andere Frage. Ist eine andere Geschichte. Ich glaube auf jeden Fall an Gott. Ich würde jetzt sagen, ich weiß, dass es ihn gibt. Nee, ist Quatsch, kann ich nicht wissen. Ich hoffe, dass es ihn gibt. Okay, wenn es ihn gibt, wenn ich dann mal ins Gras beiße, oh, der fällt so, mir sowas von den Arsch, ey. Oh, Halle, der Falle kriege ich aufs Maul da oben. Ja, nee, aber ich glaube wirklich daran, ich bete auch jeden Abend und ich bete jeden Abend sogar zweimal vorm Einschlafen. Ich habe da so mein Ritual, einmal beim ins Bett gehen und dann einmal noch, wenn ich da liege. Ich brauche das, gehört für mich dazu. Ich glaube wirklich an Gott, aber ich glaube nicht, dass ich in die Kirche gehen muss, um an Gott zu glauben. Ich kann auch so an Gott glauben, ohne dass ich sonntags früh aufstehen muss und muss in die Kirche gehen. Aber an Weihnachten gehe ich dann mal ganz gerne. Da werden auch da andere Lieder gesungen. Aber ich sag mal, die Lieder, die in der Kirche singen, ich sag euch, ist nicht meins. Ist nicht meins. Wenn die dann was Modernes machen und da ist dann auf einmal so ein Gospelchor dabei oder überhaupt ein Chor und dann nicht nur die Kirchenorgel, sondern da ist dann noch ein bisschen was anderes mit dem Spiel. Hier ein paar Instrumente und ein Chor und da ist es schön. Da finde ich das schön. Auch wenn es gibt auch Pfarrer, die machen den Gottesdienst auch interessanter. Durch die Art, wie sie etwas rüberbringen und wie sie es erzählen. Aber das muss jeder für sich selber ausmachen. Ich sag mal, jeder Glaube ist okay. Ob du jetzt Atheist bist oder Moslem oder glaubst an Buddha oder katholisch, evangelisch, protestantisch. Ja, von mir aus auch Zeugen Jehovas oder Bub oder Bub oder Bub. Wichtig ist für mich persönlich, ist für mich zum einen, dass man selber an irgendwas glaubt. Ich finde, das ist wichtig, dass man selber an irgendwas glaubt und egal was es ist. Und dass man, wie soll ich das sagen, dass man auch Andersgläubige toleriert. Für mich ist es nicht in Ordnung, was damals passiert ist, so mit Kreuzzügen, so hier, du glaubst nicht an das, was ich auch glaube, also töten wir dich. Nee, für mich ist Toleranz. Toleranz ist für mich überhaupt das Wort aller Wörter, Toleranz. Ich wünsche mir mehr Toleranz unter den Menschen. Mein Wunsch fürs nächste Jahr wäre mehr Toleranz und mehr freundliches Miteinander. Ich komme hier wieder von einem Thema ans andere. Ne? Heute ist wieder Labertag. Grossi tells his Meinung. Ja, ich sehe das zum Beispiel immer, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Moment mal. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, auch wenn ich es eilig habe. Und ich finde das immer furchtbar, wenn du dann irgendwo stehst und da kommt dann irgendeiner, der rast von hinten, kommt der angeblasen, da bist du der Meinung, da kommt jetzt ein ICE und dann steigt der voll in die Eisen und zieht dann gerade noch so vor dir rein, wo du dir denkst, ja, das war ja jetzt eine Aktion, das hat dir jetzt eine Autolänge Vorsprung verschafft, das rettet dein Leben, mein Gott. Nee, also, ich habe da kein Problem mit, da auch mal einen vorzulassen und auch mal hier zu sagen, ja, komm, fahr halt raus. Hier, wenn da einer von links irgendwo abbiegen will oder sowas. Oh ja, lass ich den halt mal zuerst fahren. Ob ich jetzt eine Wagenlänge früher oder später an meinem Ziel ankomme. Ich scheiß doch der Hund drauf. Aber mal freundlich sein. Einfach mal. Das sind so Kleinigkeiten. So Kleinigkeiten, mit denen man sein eigenes Leben und auch das Leben von anderen Leuten, finde ich, ein bisschen schöner machen kann. Einfach mal, Moment, schon wieder husten hier. Oh, fertig gehustet. Nee, einfach mal. Ja.
Wie sagt man, der liebe Gott ein guter Mann sein lassen? So hat mein Vater mir gesagt. Einfach mal der liebe Gott ein guter Mann sein lassen. Ja. So kann man es auch sagen. Toleranz, ein bisschen mehr Miteinander und ein bisschen mehr, ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Ja, ja. Das sind Wünsche. Ne? Ich weiß noch, wie ich jünger war, so in dem Alter von meiner Tochter, wenn mich da jemand gefragt hat, was wünschst du dir denn eigentlich zu Weihnachten? Also heute würde ich sagen, ja, PlayStation, neuer PC, damals gab es das ja alles noch nicht, da waren dann Star Wars Figuren oder sowas. Heute würde ich dann sagen, ja, yeah, PC, PlayStation, Tablet, Huppi Fluppi, oder, ist, lauter so tolle Sachen hätte ich dann als Wunsch. Aber wenn du älter bist, und mich fragt jetzt an, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Klar gibt es Wünsche, wo ich sagen würde, ja, hier, paar Mille im Lotto, neues Auto, Häuschen. Das sind so Dinge, aber ja, wer zum Geier schenkt einem sowas, ne? So die Sachen, die man sich schenken kann, die hat man und die holt man sich. Von daher habe ich eigentlich kaum noch Wünsche. Die Wünsche, die ich jetzt habe oder hätte, haben, glaube ich, die wenigsten Macht, diese zu erfüllen. So sieht's aus. Gesundheit, Glück. Ja, das sind so die Dinge, sowas wünscht man sich dann zu Weihnachten. Ja. Und manchmal wünscht man sich auch Sachen, die man so nicht unbedingt kriegen kann. Genau. Ja, so geht's in meinen Videos hier. Ne? Am Anfang hier Hippie, Happy und Freude und Tralala und dann labert man sich in Rage und labert in eine Richtung, wo man merkt, da wollte man ja eigentlich gar nicht hin. Eigentlich will mir hier lustig sein und Spaß machen. Und das mache ich jetzt auch wieder. So. Quest wieder erfüllt. Zu 28%, naja, bis ich hier komplett durch bin. Das wird noch dauern. Weiß nicht, ob ich heute noch ein PvP mache mit dem hier gleich. Muss ich mir noch ein bisschen überlegen. Ja, jetzt nachdem ich euch hier allen die Ohren abgesabbelt habe. So nach dem Motto, laber nicht. Hey, ja, gucken wir mal, ob der mal heilt jetzt hier. Heil doch mal, komm, heil mal, heile, heile. Einen Punkt hat er geheilt, super, und jetzt ist der weggekloppt. Tolle Wurst. Ah, ja. Na gut, wenigstens rotzt er mir hier ein paar Jungfrauen dahin. Sehr schön. Ich könnte jetzt was sagen, aber nein, aber nö. Wie viele Reittiere hat der eigentlich einstecken, sag mal? Hast du da einen Koffer irgendwo stehen oder was? Mensch! Der hat einen im Tee hier, du. Nicht zu fassen. So. Ja, weiter im Text, ne? Also, alles weitermachen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. So lange, bis wir hier das Event durchhaben. Nippelzwerg hat wieder geschrieben. Jetzt geht er. Nehme ich den hier oder was? Nee, ist ja Quatsch. Den hier nehme ich jetzt. Jetzt nehme ich den. Aua! Hast du auf mir weh zu tun, du? Ich schenk dir eine ein hier, du. Hau mich noch einmal, du. Krieg mir zwar hier Spaß. Das wirst du aber mal sehen, du. Rindvieh. Ah! Aber wo Rindvieh? Machen wir wieder mal lustiges Filmzitatraten mit Grossi. Warte mal, wie war das nochmal? Wat? Da fährt ein Zug auf die Schafsbergalm. Und ich Rindvieh lufe. Ja, ja. Rindviecher lufe. Na, aus welchem Film ist wohl das? Ungefähr 5 Minuten später kommt dann folgendes Zitat. Schauen Sie doch mal, wie schön es da unten ist. Meinen Sie vielleicht, ich bin hier aufgeklettert, um zu sehen, wie schön es da unten ist?
Da dieser Film wird, denke ich mal, auch Weihnachten wieder im Fernsehen laufen. Ich meine, abgesehen von der Sissi-Trilogie, Sissi Franz, nee, ist original, nämlich aus dem Film, ja, Peter Alexander, na, kommt der drauf? Im weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür. Also jeder, der diesen Film kennt, sage ich GZ. Wer ihn nicht kennt, ist meiner Ansicht nach eine Bildungslücke, was an meinem vorgeschrittenen Alter liegt. Ja, vorgeschrittenen oder fortgeschrittenen Alter? Ist mir egal. So, auf jeden Fall an meinem Alter. Punkt. Satz. Ende. Absatz. Ach Leute, mir ist... Nee, das erzähle ich jetzt nicht. Nein. Das kann ich leider nicht erzählen. Ich sag's euch, wenn ich euch das erzählen will, irgendwann vielleicht, wenn ich dann nochmal dran denke und dann, ja, ich kann euch nicht mal sagen, worum es geht, weil wenn dann derjenige oder so oder der oder die oder das oder wer auch immer dieses Video sehen würde, würde er gleich wissen, worum es geht und dann wäre es ja nicht so gut. Nee. Ich will ja auch nicht lästern, aber es ist so lustig. So lustig. Habe ich euch mal die Geschichte erzählt? Ich glaube, die kann ich euch erzählen, weil es weiß ja keiner, worum es ging. Da weiß ja keiner, worum es geht. Das kann ich euch erzählen. Erzähle ich euch kurz. Also, pass auf. Damals eine Bekannte von mir. Wir sind zusammen im Auto gefahren. Es ist schon lang her. Da waren die Benzinpreise waren da noch recht weit unten. Im Gegensatz zu heute. Also es ist wirklich schon ein paar Jahre her. 10 Jahre Minimum. Oder sogar, nee, ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, das müsste sogar schon mal locker 15 Jahre her sein. Ja, ungefähr, kommt hin. Auf jeden Fall, ich bin zusammen im Auto gefahren, zusammen mit, vorne hat, glaube ich, ein Kumpel gesessen, der ist gefahren. Dann noch sein Bruder, glaube ich, war noch dabei oder jemand anders, keine Ahnung. Und ich saß hinten mit einer Freundin von dem einen, der vorne auf dem Beifahrersitz war. Ja, und da waren wir so am Labern, am Diskutieren. Oder vielleicht bin ich auch gefahren, ist egal, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall waren wir so am Labern, am Diskutieren über die Benzinpreise. Und da sagte dieses Mädel, was auf der Rückbank gesessen hat, plötzlich, oh, mit den Benzinpreisen, das ist ja, die werden ja als teurer. Ich glaube, wenn ich mal einen Führerschein habe, hole ich mir ein Solarauto. So. Und da habe ich mir gedacht, Grossi, jetzt geht's los. Weil sowas, ich kann mir sowas nicht entgehen lassen. Ich kann mir sowas definitiv nicht entgehen lassen. Also habe ich dann gesagt, ja, Solarauto, damals war halt Solarauto, was denn das, ne? Da haben alle nur von gesprochen, aber habe ich gesagt, Solarauto. Ja, was machst du denn da eigentlich, wenn da mal schlecht Wetter ist? Dann fährt das Auto doch gar nichts. Hab mich schon so die Finger gerieben, hab gedacht, jetzt wird's lustig. Da kam als Antwort, dann stelle ich mir halt eine Lampe aufs Dach. Da war in dem Auto schon so leichtes Gelächter. Und ich habe schon so heimlich in mich reingegrinst und hab gesagt, da geht noch mehr, da holst du noch einen raus. Da geht noch was. Und da habe ich gesagt, dann brauchst du aber für die Lampe scheiß viel Batterien. Und da kam als Antwort, dann nehme ich halt eine Solarlampe. Das ist... Ich muss mir heute noch mal ein Süßchen machen, wenn ich daran denke. Diese Logik... Da blipst du aus, ey. Da stelle ich mir halt eine Lampe aufs Dach. Also brauchst du Batterie, eine Solarlampe. Leute, das ist wirklich eine echte, wahre Geschichte. Oh, scheiße, die Wand an, ey. Das ist die Knalle. Ich konnte nicht mehr vor Lachen. Und dann war es aber noch nicht so ganz vorbei. Dann habe ich natürlich so wie jetzt lauthals losgelacht und sie sich total geärgert. Der verarscht mich, der lacht mich hier aus. Schatz, sag doch mal was. Er guckt sie nur an und sagt, wenn du auch so eine Scheiße da bist, bist du selber schuld. Er
ich muss Pause machen, ich kann nicht mehr. So, ist mir gut. Größtenteils. Ich komme mir lauter Lachen, die Tränen, das war wirklich der Knaller. Ich müsste eigentlich irgendwie auch so ein Buch schreiben oder irgendwie sowas, was mir alles in meinem Leben schon so schon lustige Sachen passiert sind. Es ist einfach der Knaller schlechthin so. Ich mache nochmal ein, zwei Runden PvP. So eine Lampe. Zu Hammer, echt. Das ist der absolute Brüller. Was nehme ich denn da zuerst? Ich nehme erstmal die Ratten und schreibe jetzt mal hier Hallo und willkommen in meinem Let's Play Video. Nehmen wir mal den Zombiebär. Das Leben ist zu schwer. Als keine Zombiebär. Denn wenn du erstmal Zombie bist, dann mag dich keiner mehr. Es ist so schwer als Zombiebär. War es ein Spaß oder eine Solarlampe? Man beachte, also für jeden, dem es jetzt nicht aufgefallen ist, muss ich ja mal sagen, GZ. Weil man beachte ja die Logik, die dahinter steckt. Ein Solarauto, was nachts nicht funktioniert, wird betrieben durch eine Solarlampe, weil die nachts ja dann besser funktioniert wie ein Solarauto. Also das jetzt nochmal zur Erklärung für einen, der an den es vielleicht so vorbeigelaufen ist, der vielleicht so den jetzt nicht so unbedingt verstanden hat, warum ich mich jetzt da so tödlich drüber amüsiert habe. Ne? Das ist wirklich ein tolles Ding hier. Das ist, ja. Aber es soll ja auch Menschen geben, habe ich mir nur sagen lassen, die auf der Couch gesessen haben und haben versucht, den Fernseher mit der Fernbedienung umzuschalten und haben festgestellt, dass es nicht funktioniert. Und sind dann in den Laden und haben sich einen neuen Fernseher gekauft, anstatt mal auf die Idee zu kommen, die Batterien an der Fernbedienung auszuwechseln. Ja, also das nur mal so nebenbei, diese Geräte, die man in der Hand hat, um einen Fernseher ein- und auszuschalten, sowas nennt man Fernbedienung und die funktionieren mit Batterien, mit Batterien. Also die funktionieren nicht aus reiner Nächstenliebe. Manche vielleicht schon. Aber im Regelfall nicht. Daher, wenn sich mal was nicht umschalten lässt an eurem Fernseher, könnte es vielleicht an den Batterien der Fernbedienung liegen. Da muss nicht unbedingt der Fernseher kaputt sein. Deswegen einfach mal Batterien austauschen. Manchmal hilft es auch, Grossis, hier Heimwerker, Elektro-Tipps, einfach mal den Batteriefachdeckel aufzumachen und die Batterien ein kleines Stück zu drehen. Hilft manchmal auch, aber dann wirklich nur kurz meistens. Was mir auch mal passiert ist, ich habe ja Sky. Ach, die war eben schon mal da. Also ich habe Sky, war ich gerade stehen geblieben. Und dann da auch da eine Fernbedienung für den Fernseher da rumliegen, dann noch eine zweite Fernbedienung für den Fernseher da rumliegen, weil die Originalfernbedienung nicht mehr so die beste ist, weil die Knöpfe abgenutzt sind. Deswegen habe ich noch eine Universalfernbedienung für den Fernseher und habe dann noch für den Sky Receiver eine Fernbedienung. Jupp. Und jetzt kann ich auch an dem Sky Receiver auch den Fernseher umschalten. Und die Fernbedienung für den Receiver von Sky hat da oben so einen Knopf, da kannst du umschalten zwischen Sky und TV. Und wenn du da mal auf den falschen Knopf kommst, dann schaltet nicht mehr der Receiver um, sondern dann versucht der den Fernseher umzuschalten. Was aber nicht geht, weil der ist dann nicht drauf eingestellt. Das würde gehen, wenn ich es einstellen würde. Und da hat auch schon mal meine Frau da gesessen und hat gesagt, das geht nicht mehr, ich kann den nicht mehr umschalten, es geht kaputt. War nicht kaputt, es war nur einmal der falsche Knopf gedrückt. So kann es gehen. Xerferian schreibt, danke, bitte. Ah, guck mal, ich habe da was liegen. Das Leben ist so schwer. Der hat ja fast mein Deck. Ich habe auch die zwei Heiler-Dinger drin. Ich habe die zwei nicht drin, aber sonst sehr, sehr ähnlich, ne? Sehr ähnlich ist das hier. Dann haben wir da hier. Dummer Keil. Ey, machen wir langsam hier.
Mama Lamsam, kennst du Lamsam? Lamsam. Hat nichts gebracht hier. Der heilt sich da oben auch noch als. Dann kriegen die blöden Artefakte weg. Ich muss mal vielleicht meine Wut mal ein bisschen hoch pushen. Und vielleicht krieg ich so einen raus. Ah, warte mal, hier ziemlich erstmal mein Heilungs-Artefakt. Ich hoffe, der weicht nochmal aus. Wenn der nicht nochmal ausweicht, wird doof. Komm, weich aus, weich aus, weich aus, weich aus. Scheiße. Der kriegt den. Einen hat er jetzt mal kaputt. So, die krieg ich auch in der nächsten Runde. Dich mach platt und wenn's das Letzte ist, was ich mach. Und wenn's das Letzte ist, was ich mach, den hau ich so eine ins Gehöft. So, hast du gesehen jetzt hier. Aber, guck mal, der heilt immer noch mehr. Habe ich nichts, was irgendwie mal Artefakt kaputt kriegt? Nicht, dass ich wüsste hier. Ich müsste das Artefakt, müsste ich mal langsam mal kurz und klein klopfen hier. Da. Ach du Gott, das ist also noch so ein Ding da. Mann, jetzt wird's aber hier eng. Was nehme ich denn jetzt mal? Eine Waffe? Für die da unten oder was? Ja. Achso, das ist ja auch. Das ist ja auch PvP, was ich gerade mache. Sorry, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ich habe nur noch 3 Lebenspunkte. Ja, gute Nacht, Herr Kaplan, ne? Yes, die Kelpie ist weg. Der hat sie leider wiederbelebt. 3 Lebenspunkte habe ich noch. Ach, hey. Der haut dem jetzt hier einen drauf und der belebt sich dann gleich und dann. Ach, hey, jetzt gibt's hier. Ach, hey, jetzt haut er mir aber voll eine ins Gesicht. Gott sei Dank hat er nochmal eine hingelegt. Aber was habe ich gemacht? Ich habe so gut wie nichts gemacht. Die leben noch alle. Die sind alle noch am Leben hier. Mist, ey. Jetzt habe ich verloren. Was, man, das Rache oder was? Scheiß die Wand an. Verloren hier. Eine Runde noch und dann ist aber auch schon genug für dieses Video. Dann machen wir Schluss mit dem Video. I was born under wandering star. Ja, oder auch die Version Last Christmas in der Ultra-Bass-Version. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Ach, der hat noch einen. Ja, leb mich hin rum. Shit, bin nämlich dann jetzt mal den da. Das verliere ich doch, die kriege ich doch nicht klein da oben. Wenn der einmal am Leben ist, dann macht er mich ja platt wie Luzi hier. Guck dir mal hier, der macht ja überhaupt keinen Schaden an dem. Ach, und jetzt hat er noch eine Waffe an. Ich wette, ich drehe durch. Der haut mich mit einem Schlag, haut er mich weg. Das verliere ich. Das verliere ich, volle Lotte. Guck doch mal, noch 2 Kelpie dazu gepackt. Ich fass es nicht. Ach so, der kann dir nicht anlegen, weil er gesperrt ist. Ach, ja, komm, nicht mehr gehe ich an, das ist vorbei. Jo, alles klar. Ja. Ja, töte mich, vernichte mich. Ach, was soll ich mich da noch gegen wehren eigentlich? Das Unvermeidliche, einfach nur noch ein bisschen rauszögern, ne? Ach, je. Komm, ich spiel den, da bin ich wenigstens schneller tot. Und dann kann ich schon mal langsam Tschüss sagen für dieses Video. Wenn ich mir überlege, jetzt ist Freitag, dann nehme ich das auf. Für morgen habe ich noch eins, glaube ich, was ich hochlade. Für übermorgen, also für Samstag und Sonntag habe ich noch eins. Dann werde ich dieses wahrscheinlich am Montag hochladen. Und dann wünsche ich schon mal allen, die bis hier, bis zum Ende geguckt haben, wünsche ich dann ein frohes, ein schönes, ein hoffentlich gutes Weihnachtsfest. Und wenn es jemand unter euch gibt, der vielleicht ein nicht so schönes Weihnachtsfest hat, warum auch immer, schreibt mich gern an. Ja, schreibt mir eine Nachricht, schreibt mir einfach mal.
Und ja, ansonsten wünsche ich euch wirklich allen eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video zwischen den Jahren wieder. Also, kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, Aloha, kling.